Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 897. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erstmal 30 Odinsmagen, nehmen die einmal mit. Dann gehen wir hier aufs Kreuz, haben hier nochmal 9 neue Angebote. Wahrscheinlich sind wahrscheinlich nur 8, denke ich mal. Genau, das. Nee, es sind sogar 9 gewesen. Okay. Weil gestern hatten wir das Problem, dass es dann nicht richtig angezeigt wurde. Aber okay. Odinsan ist auch wieder zurück, hat uns nochmal ein bisschen Fisch mitgebracht. Auch ein kleines bisschen Holz, aber nicht allzu viel. Geht wieder los, denn wir wollen immer noch Frostbrand finden, weil das ja der aus der neuen Familie ist. Problem ist, bis jetzt haben wir noch nie gefunden und oh, ich hasse das, wenn das auf Suche von Odinsan ist. So, jetzt. Und Silberphantom und Tröpfchen fehlen uns halt noch. Also wir könnten es theoretisch schaffen, die komplette Familie voll zu kriegen, müssen wir aber schon ein bisschen viel Glück nebenbei mit so haben. Deswegen schauen wir da mal, da müssen wir halt einfach ein bisschen abwarten. Ich denke mal, das wird irgendwann werden, aber wird schon einfach noch ein bisschen dauern. So, und jetzt hatten wir schon los. Dann haben wir hier einmal Jugendlichen Raffrenner, ist jetzt schon auf Level 133. Und den füttern wir noch einmal. Dann kannst du wieder los und du kannst wieder los und hier auch nochmal. Dann können wir den gleich nochmal füttern, aber immer nur einmal, weil das über eine halbe Lager kostet. Deswegen geht das nur einmal. So, nochmal füttern und dann haben wir hier das letzte Mal. Damit bist du auf dem nächsten Level, kannst ins Titan-Training. Problem ist, wir haben schon wieder jetzt alles aufgebraucht an Fisch eigentlich. Also 4 Millionen haben wir noch, aber 4 Millionen ist gar nichts eigentlich. Dann haben wir heute Sonnenjäger. Haben wir nämlich jetzt das Pergament fertig. Und hier ist der gute Kollege und da schaut er uns an. Sieht ganz sweetie aus soweit. Ist für uns sogar ein neuer Drache auf dem Account. Sehr schön. Geht in den Hangar. Dann gehen wir wieder vor. Können hier nochmal den ganzen Fisch einsammeln. So, dann gehst du los. Jetzt haben wir schon das erste Problem gleich, dass wir es nicht schaffen werden, jetzt sofort hier Schmeichler heißt das, ich glaube, loszuschicken für Holz, weil wir zu wenig haben. Und da müssen wir sowieso jetzt mal schauen, ob wir am besten noch einen Titan haben, der, also jemand, der im Titan-Training war, aber der kein Titan wird. Du zum Beispiel. Genau, du bist da gleich schon hier der Erste, wie immer. Du wirst wieder nix. Das heißt, du gehst wieder neu los. Wir haben 490 Millionen Fisch bekommen. Damit kannst du los. Dann können wir den noch losschicken für eine halbe Milliarde Holz. Hier haben wir nochmal 5 polierte Bernstein. Du kannst dann gleich schon wieder traden gehen. Let's go. Und dann können wir jetzt hier unsere 4 Jahreszeiten statt schon einsammeln. So rum. Sind ja schon 4, sind ja nicht nur 3. Dann haben wir einmal alle ein und haben hier noch einmal Bernstein und dann einmal nochmal Bernstein. Okay. War jetzt nichts Atemberaubendes. Füttern wir mal Königin Vollwurm aufs nächste Level und du kommst am besten mit kleinen noch ein Level höher. Dafür müssten wir aber jetzt wieder keinen Titan kriegen. Das haben wir auch nicht. Wunderbar. Jetzt kriegt man aber, ich glaube, trotzdem nicht genug Fisch. Oder? Eine halbe Milliarde, reicht das aus? Ist die Frage aller Fragen. Es reicht aus, damit kannst du wieder ins Training. Dann haben wir nochmal Blitzkeiler. Blitzkeiler musst du erstmal wieder los, weil da haben wir jetzt halt, wie schon gesagt, nicht genug. Und du müsstest noch gefüttert werden. Okay. Haben wir soweit erstmal alles eingesammelt? Nee, nicht ganz. Irgendwo hat man noch, aber egal, jetzt haben wir alle eingesammelt. Sehr gut. Du könntest sogar noch ins Training. Ist das Training schon soweit voll? Ich weiß es nicht. Nee, Innenplatz haben wir noch. Wir haben 7000 Eisen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Du kostest 9000, also das ist sehr viel. Fisch, Eisen, Max. Nein, können wir den da zum Beispiel nehmen. Du bist vom Holzsammeln her ganz gut und wir brauchen ja später eben ein bisschen mehr Holz noch. Macht er das. Dann haben wir einmal Muffel. Muffel kann natürlich auch wieder los. Da müssen wir erstmal weiter. Ist noch kein komplettes Glücksrad, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann haben wir unsere 4 Legendären mittlerweile, ja. Endlich mal was erreicht hier. Vielleicht kriegen wir gleich sogar schon so ein Sammlungsstück. Nö, kriegen wir nicht. Okay. Gehst du wieder los. Dann haben wir hier natürlich den Immerflügler. Let's go. Und dann haben wir hier unten, wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist der große Überwilde. Und du kannst wieder los. Und dann let's go. 18 Stunden. So, unterwegs. Was haben wir denn hier? Hier ist Sammlung. Okay, den wissen wir ja, die fertige. Gut. Können wir jetzt erstmal unsere Reisetrachen wieder losschicken. Und gehen einmal weiter, den Ältesten, und können hier gratis, 250 Millionen Fisch haben wir gerade nicht mehr. Dann haben wir hier Hakenzahn, bei Hakenzahn können wir auch einmal weitergehen, dann Autorität zeigen und gratis. Dann haben wir Kotz und Wirk, da gehen wir zu Valka und auch wieder gratis und dann natürlich noch Fleischklops.
Und hier haben wir erstmal ein Sammlungsstück. Okay, dann geht er weiter. Und hier kriegt man vielleicht nochmal ein Sammlungsstück oder Bernstein. Das wissen wir jetzt noch nicht. Haben wir hier noch Holz, was wir einsammeln können? Nein, haben wir nicht. Da wäre das Lager wieder übervoll. Na gut, machen wir das nicht. Sammeln wir erstmal gratis Paket Nummer 1 ein. 1, 2, 3. Wunderbar. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und ein paar Runen. Und dann sammeln wir gleich hinterher gratis Paket Nummer 2 ein. So, dann haben wir das zweite Gratis-Paket und wir bekommen wieder ein paar Urinsmagen. Haben dann nochmal einen Sturmschrei, Knochenröber und Grabnatter. Und bekommen dann hier nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und nochmal ein paar Runen. Wunderbar. So, den lassen wir einmal frei. Dann gehen wir hier in den Season Pass. Können einmal alles tägliche nochmal einsammeln. Kriegen damit die nächste Belohnung und wir kriegen heute auf jeden Fall die nächsten zwei Belohnungen, weil wir haben noch eine Eventaufgabe fertig. Und mit der kriegen wir 200 Points und das reicht auf jeden Fall immer, um eine Belohnung zu bekommen. Deshalb ist mit der kompletten Season schon durch. Und zwar 200 Points, wunderbar. Genau, wir können auch mal gucken, was wir hier noch so schnell erledigen können. Das gibt es aber zurzeit nicht, genau. Dann hier wöchentlich... Attacken, deine Drachen aufsteigen, ja, schwierig. Und Verteidigeberg lese ich jetzt. Gut, wir haben dann, wir müssen jetzt, sind jetzt bei 3000 und wir brauchen 5700. Also, ja, es geht, kriegen wir auf jeden Fall irgendwie noch hin, in über zwei Wochen noch. Sollte, denke ich mal, kein Problem werden. Jetzt haben wir erstmal mal ein Rar-Paket, was wir einsammeln können. Kriegen hier sogar noch mal ein kleines bisschen Fisch, wobei das echt ganz schön wenig ist. Und können dann gleich hinterher ein Season-Geschenkpaket öffnen, mit dem wir auf jeden Fall bestimmt jetzt nochmal richtig viel mitnehmen können. Schauen wir mal. Und wir bekommen einmal Holz, einmal Fisch, einmal Holz, einmal Bernstein und 200 Runen. Gut, wir haben die 1000 Runen erstmal wieder geknackt. Leider wieder keinen Drachen bekommen, ne? Also Regenschneider und Tröpfchen würde ich ja sehr gerne bekommen. Oder halt Silberphantom. Ich meine, einen von diesen dreien bekommen wir ja sowieso, weil wir wollen uns ja diese Woche, also diesen Monat, den Season Pass holen. Und da kriegen wir ja eh nochmal ein Tröpfchen, Silberphantom oder Regenschneiderstatue. Einen von den drei auf Garantie. Ja. Genau, das ist halt das Ding dann, aber dann müssen wir, dauert noch ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Gehen wir erstmal ins Raufen rein. Starten hier rein, sind ganz knapp vor den 19.000 Trophäen. Die könnten wir heute vielleicht sogar voll machen. Da müssen wir mal schauen. Wir gehen hier erst einmal auf den Kollegen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt. Geben dann die Schwäche von unserem Sturmschein, greifen mit dem Knochenräuber normal und mit dem Skrill dann auch nochmal normal. Und das sollte, denke ich mal, fast ausreichen. Gut, vielleicht und ne, weil wir jetzt keine Schwäche geben können. Dann einmal so. Wir können aber mit dem Skrill jetzt auf die Dreierattacke. Damit können wir auch noch mal ein bisschen machen. So, wunderbar. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen auf Aktionspunkte sparen, weil es uns jetzt nichts bringen würde, wieder die Dreierattacke raushauen oder die Heilung, oder die Stärke. Deswegen machen wir das einmal so. Wunderbar. Nummer 1 mal weg. Jetzt gehen wir auf den. Wie schon gesagt, der nächste Move ist jetzt erstmal die Heilung von unserem Sturmschneid, damit wir erstmal wieder gut dabei sind. Und dann sollte das, denke ich mal, auch wieder kein Problem sein. So, hier nochmal geheilt. Wunderbar. So, und dann einmal so. Und dann können wir jetzt mit dem Sturmschneid sogar gleich nochmal die Heilung raus. Haben wir uns auf den anderen jetzt Schwäche, aber es ist nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir die schöne Heilung hier. Damit bleibt sogar nur noch ein Drachen übrig. Da können wir, gut, die Schwäche stärken. Das ist jetzt hier nicht viel so rum. Geben wir hier die Schwäche von unserem Sturmschneid, greifen dann mit der Dreierattacke von unserem Skrill an. Und dann haben wir ja eigentlich schon wieder gewonnen. Genau, da ist er weg. 600 Schaden gemacht und wir haben gewonnen. Liegen jetzt 33 Trophäen. Und gleich hinterher nochmal ein normales Raufenpaket. Let's go. So, dann nehmen wir das einmal mit. Und wir bekommen Knochenräuber, Sturmschneid, Klingenpeitsche, Riesenaffenaltraum, Holzklau, rotes Gift, Gratnader, ohne Zahn. Und das war's schon. Einmal freischalten lassen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in den nächsten Kampf rein. Und gehen dann hier jetzt, wie schon gesagt, auf die 19.000 Trophäen. Das sollte, denke ich mal, ganz entspannt sein. Da können wir jetzt einmal erstmal auf den Kollegen gehen. Darf mir mit dem Sturmschein mit der Schwäche nochmal an. Gehen mit dem Knochenräuber nochmal normal rein. Und dann holen wir uns den doch relativ schnell und entspannt hier weg, denke ich mal. Das wird ja kein großes Problem sein. So. Und dann jetzt nochmal die normale Attacke von unserem Sturmschneid. Ich würde jetzt gerne heilen, aber es geht leider nicht. Da werden wir noch nicht genug. Und das Problem ist, es wird auch knapp, weil ich denke, unseren Skill werden wir jetzt gleich verlieren.
Wir können uns zwar jetzt schon mal Stärke geben, können auch jetzt die Dreierattacke von unserem Skrill raushauen, aber ich denke mal trotzdem, dass der Skrill gleich weg sein wird. Weil jetzt kommt hier wieder, genau, und da ist er weg. Da hat man recht, der ist leider weg gewesen. Gehen wir jetzt mit unserem Sturmschwert hier nochmal normal rein. Gerade mit dem Knochen über Normalland, damit ist der Kollege weg. Wir gehen jetzt auf die Schwäche von unserem Sturmschwert, gehen jetzt als nächstes nochmal auf die neue Stärke von unserem Knochenweiber, damit der wieder gut dabei ist. Genauso. Können wir gleich die Schwäche nochmal erneuern, wobei das keinen großen Unterschied macht. Und greifen dann mit dem Knochenräuber noch einmal an. Und dann ist der Kollege auch schon weg. Wunderbar. Und wir haben an der Stelle schon wieder gewonnen. Die gehen hier schon wieder 33 Trophäen natürlich, weil gewonnen, ne? Haben damit über 19.000 Trophäen geknackt jetzt endlich. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und können hier das nächste, hier Raufpaket einsammeln. Let's go. So, dann gehen wir einmal weiter. Und wir schauen. Wir gehen jetzt erst... Oh, wir haben drei relativ hohe Gegner. Das ist gar nicht geil. Wir gehen uns zuerst den wahnsinnigen Zipper holen, weil der uns halt doch eine relativ starke Flächenattacke reinhauen könnte. Was für uns jetzt nicht ganz so lecker wäre, deswegen... Holen wir uns den mal am besten weg, wenn es geht. Greifen dann auch jetzt mit der Knochenwölbe normal an. Und dann mit dem Skill normal. Und dann noch mit der Heilung von unserem Sturmschneid. Das wäre ganz gut. Denke ich mal. Und das jetzt einmal so hier machen. Genau. So, jetzt ein Problem. Der geht gleich wieder auf den Skill. Damit ist er bestimmt weg. Genau. Er geht sogar auf alle drei. Das ist noch frecher. Wir können zwar gleich wieder heilen. Jetzt ist auch. Es war geil, super, sieht schön aus, wie die ganze Zeit das Feuer kommt. Ja. Also was sie mit dem Spiel teilweise schon veranstaltet haben, das ist traurig. Egal, holen wir uns als nächstes den brutalen Knochenräuber weg, weil wenn der weg ist, also weil der hat auch nochmal eine blöde Viererattacke, die wird er uns wahrscheinlich gleich nochmal zeigen, was ich nicht so geil finde, am besten da noch gehen. Ja, gut, ob das jetzt so viel gut ist, also ob das jetzt so gut ist für uns, ich weiß es nicht. Jetzt ist der halt weg, der Sturmschwert. Oh, Sturmschwert, du bist so geil, weißt du es eigentlich, jetzt hier nochmal Stärke neu machen. Damit schaffen wir das. Weil die Fünfer setzt hier Fleischklops eigentlich nie ein, wenn der Fleischklops der Gegner ist. Deswegen ist das ja eigentlich ganz geil. So, und du bist weg. Let's go! Wir haben gewonnen. Sehr, sehr wunderschön. Und let's go! So, da sind wir wieder hier. Dann gehen wir einmal hier raus. Können dann jetzt noch einmal alles losschicken. Haben sogar hier nochmal was fertig. Let's go! Wir hatten vorhin ein Paket geöffnet, oder? Ja, hier hatten wir vorhin eins geöffnet. Naja, wunderbar. Ich würde sagen, das wäre es mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ciao, ciao, Leute.